Lupa, Ihr Frumentarius Picus, kommen. Fahren Sie fort, Picus. Die Nachmittagspatrouille betritt Unhold-Gebiet um 13 Uhr. Diese Strecke sollte vermint werden. Verstanden, Picus. Unholde werden informiert. Verstanden, Lupa. Kommen. Wie ist der Status Ihrer Primärmission, Picus? Die Sprengladung ist gelegt und wird gezündet, sobald der Zug den Bahnhof verlässt. Kommen. Wie lange noch? Was machen Sie hier? Sie haben keine Sicherheitsfreigabe. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Na los! Haben Sie etwas zu sagen oder schauen Sie immer so? Sie sind zurück. Ja, wir sehen uns. Kann ich Ihnen irgend... Ja, was ist? Tatsächlich? Was ist passiert? Curtis? Er war schon lange vor unserem Konflikt mit der Legion bei der RMK. Unmöglich, dass er... Ich hoffe, Sie irren sich. Allein, ich glaube es nicht. Das würde vieles erklären. Damit hätte nie jemand gerechnet. Und es könnte noch andere geben. Sie haben alles getan, was von Ihnen verlangt wurde. Ich danke Ihnen und werde dafür sorgen, dass Ihnen die Ehre zuteil wird, die Ihnen dafür gebührt. Wenn man Leute hat, die sich auf einen verlassen, muss man ruhig sein. Und es auch bleiben, wenn die Dinge nicht mehr in den eigenen Händen liegen. Leider nein. Genau genommen sind die Nachrichten, die uns die Ranger-Station in letzter Zeit liefern, mehr als bedenklich. Scheint so, als ob sie überrollt werden und unsere Nachschublieferungen sie nicht mehr erreichen. Die Lage ist dermaßen übel, dass ich Sergeant Reese von Camp Forlorn Hope gebeten habe, der Sache auf den Grund zu gehen.
Zunächst lief alles nach Präsident Kimballs Plan. Widerstand wurde uns lediglich von einigen regionalen Unruhestiftern geboten. Mr. House kontrolliert den Strip und trifft sich noch nicht einmal mit unseren Botschafter. Und wir halten den Damm. Aber Caesars Legion formiert sich schon, um uns zu überrennen. Wenn der Damm fällt, fällt auch New Vegas. Das wäre das Aus. Wiedersehen. Hallo. Bin gerade ziemlich beschäftigt, aber reden kann ich. Das hier? Das AVI-Labor. Es kommen selten Leute her. Der Geruch hält sie fern, denke ich. Hat auch keiner je behauptet, dass Wissenschaft nach Rosen duftet. Naja, man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Ich kling nicht so, weiß schon. Wer von Brahmin-Züchtern aufgezogen worden ist, wird den Akzent nie los. Macht Hildern wahnsinnig. Aber ich kenne jeden Zentimeter des Stromnetzes vom Hoover-Damm bis Shady Sands. Wir versuchen, die Stromerzeugungskapazität des Damms zu optimieren. Ein paar von den anderen arbeiten an einem landwirtschaftlichen Projekt. Aber ehrlich gesagt, kommen sie nicht groß voran. Bis jetzt jedenfalls. Forschungsleiterin. Hauptsächlich am Dammprojekt. Aber ich helfe auch anderweitig aus, wenn ich gebraucht werde. Man muss flexibel bleiben. Sie meinen, Ihnen Arbeit geben? Nein, das ist Sache des Administrators, Hildern. Er ist in seinem Büro. Unter uns gesagt, ich glaube nicht, dass er es je verlässt. Aber viele Söldner gehen rein, um ihn zu sprechen. Kein Kommentar. Wir dürfen nichts über die Forschungsarbeit sagen. Keine Details zumindest. Wenn Sie Interesse haben, er empfängt Sie sicher. War mir ein Vergnügen. Wenn Sie mal was brauchen, ich bin fast immer im Labor. Ist mir ein Vergnügen, Sie zu treffen. Ich bin Dr. Thomas Hildern, operativer Direktor AWI Ost. Ich vermute, Sie kommen wegen Vault 22. Wunderbar, dann wollen wir mal. Haben Sie die Einverständniserklärung? Nein? Macht nichts, das behalten wir für uns. Vault 22, tja, wo fange ich da an? Stellen Sie sich nur einen Moment lang vor, das Ödland erblüht. Riesige Kornfelder, aus Samen gezüchtet, die in nur einem Monat heranreifen. Obstplantagen, deren Bäume unter der Last fetter, reifer Orangen fast zusammenbrechen. Eine Ernte, die eine Stadt satt bekommt. Oder eine Nation. Und all das erfordert nicht mehr als ein paar Tropfen kostbaren Wassers und die Arbeit einer Handvoll Menschen. Bauern. Unmöglich? Exakt. Die Wissenschaft hat dies tausendmal bewiesen. Aber wie viele Ödlandwilde glauben daran? Anwesende natürlich ausgenommen. Die erwähnte Wachstumsfülle ist übrigens keine Fantasie. Sie existiert, in primitiver Form, nur wenige Meilen von hier entfernt. Wir brauchen nur zuzugreifen und ihr Geheimnis zu entschlüsseln. Das ist es, wofür das AWI Sie braucht. Gut, ich dachte mir gleich, ich hätte eine verwandte Seele entdeckt hinter Ihrer Ödlandfassade. Ich glaube, die Bewohner von Vault 22 haben das Geheimnis vegetativen Wachstums entschlüsselt. Aus dem Tor wuchern Pflanzen. Keiner kümmert sich um sie, keiner wässert sie. Trotzdem vermehren sie sich und wuchern in alle Richtungen. Finden Sie den Grund für dieses wundersame Wachstum heraus und ich verspreche Ihnen, das AWI wird Sie fürstlich entlohnen. Gut, Sie brauchen sich nicht an die RNK-Behörden zu wenden. Ich kann Ihre Bezahlung aus AWI-Mitteln autorisieren. Vaults haben in der Regel einen Serverraum auf einer der unteren Ebenen, wo die Forschungsdaten gesichert werden. Einen Computerraum, verstehen Sie?
laden Sie alle Informationen des Zentralservers auf Ihren Pip-Boy herunter und bringen Sie mir unbedingt alle Notizen oder Proben, die Sie finden. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Nicht, dass Sie es brauchen werden. Sie scheinen ja einigermaßen kompetent zu sein. Hat Dr. Hildern, geht mich ja eigentlich wahrhaftig nichts an, aber hat er Ihnen einen Job gegeben? Wir sollten nicht mal drüber reden, ich weiß. Aber jemand muss es Ihnen sagen, denke ich. Sie sind nicht die erste Person, die ihr zu Vault 22 schickt. Da waren eine Menge Söldner, einer nach dem anderen. Keiner kam je zurück. Dann, etwa vor einer Woche, war es eine Wissenschaftlerin, Keely. Ungewöhnlich. Nicht die Art Mensch, die man erwartet, aber ein echtes Genie. Und er hat sie nicht erwähnt? Nicht mal ihren Namen? Oder die anderen Söldner? Aber jetzt hat er sie angeheuert. Das kann zwei Gründe haben. Er hat von Keely gehört und sie hat's nicht geschafft. Oder er hat sie abgeschrieben. Hören Sie, ich verdiene nicht übel, aber reich bin ich wirklich nicht. Vielleicht würde mein Honorar einem Durchschnittssöldner eher nicht zusagen. Aber ich bezahle Sie, wenn Sie Keely suchen und zusehen, dass sie in Sicherheit ist. Sie da draußen zu lassen, weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Ich hatte bei Ihnen ein gutes Gefühl, schon als Sie hereinkam. Ernsthaft. Alles klar, viel Glück. Hey! Dieser Chip, den Sie da haben, den würde ich nicht beim Blackjack setzen. Außer wenn der Geber eine 5 oder 6 offen hat. Wir sehen uns. Was gibt's? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1. Sie hielten durch, solange sie konnten und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Ach, Wichser! Bis später.
mal los! Für die Bruderschaft. Los! Für die Bruderschaft! Die Bruder. Komm mit.
Hey! Für die Bruderschaft! Schaffe ich nicht mal eine Beule. Thank you.
Ach.